Hier. Also ich will jetzt versuchen, hier natürlich diese Nummer zu bekommen, irgendwie. Irgendwo muss doch was stehen, ne? Schreibmaschine. Ja. Bisschen verkammelt schon die Pflanze. Ah, cool, 200. Geil. Wieso sollte man ein Metronom da stehen haben? Nummernscheibe. Ist ja gut. Ah, hier geht's auch noch hoch. Oh, hallo. Dann kommt man also auch so hoch ohne Magic. Das heißt, hier oben muss irgendwas Wichtiges sein. Okay, Glücksspirale. 50. Der Ruf der weiten See. Warte mal. Lol. War gerade einer an der Tür. Der hat Sturm geklingelt und hat gefragt, ob wir unsere Fahrräder noch brauchen. Weil, ich will Fahrräder kaufen. Okay. Wieso sind hier überall Metronome? Was gibt's denn für komische Leute? Würdet ihr einfach zu irgendeinem Haus gehen? So, oh, das sind Fahrräder. Fragen wir mal, ob die Fahrräder verkaufen wollen. Hä? Bringen tut's nicht wirklich. Werfen wir mal das Herz rein. So. 10 Goldstück. Sehr schön. Dunkles Brot. Yum, yum, yum. Liegt nur auf dem Boden. Und was kann ich jetzt hier machen? Wieso ist es wichtig, dass ich hier hochkomme? Wenn man. Also. Finde ich echt irritierend. Weil da gab es ja den Weg. Ey, pst. Seid mal leise, sonst töte ich euch. Da gab es ja zwei Wege. Also einen mit Magie und eben einen ohne, dass man da hoch kann. Aber egal. Wow. Das ist ein fetter Baum. Hier sind überall so fette Bäume. Ah, da ist so ein Lichtding. Wie komme ich jetzt rüber? Erstmal da hoch. Dann gehen wir mal dahin. So. Wir wollen jetzt mal zu den Ladenbesitzern. Nee, da kommen wir glaube ich nicht hin. Boah, das Ganze ohne den Outsider spielen, das muss richtig heftig sein. Ich muss zurück nach Dunwall. Ist ja, schlimm. ihr müsst Die Kinder alle. seit Jahren nicht gesehen. Ihr habt ja alle eure Kinder seit Jahren nicht gesehen. Was ist hier? Da geht's nicht rein, okay. Sind Ratten.
Aber die tun uns schon nichts eigentlich. Gehen wir mal runter. Ach, was ist hier denn? Hä? Wahrscheinlich ist hier dann einfach nur... Oh, juhu. Nee, hast du nicht. Uiuiui, das war super knapp. Hey! Eindringling! Wo bist du hin? Hä? Keine Gnade! Verfluchte Zweifel! Ja. Oh, da ist ja noch jemand. Sie kommt sich bald! Nee, diesmal nicht. Worauf wartest du? Das ist sowas von tot! Das hier ist mein Ende! Das du gehörst! Ja, okay. So, okay, da unten können wir nicht hin. Ja, das ging jetzt schnell. Oh nein. Okay, dann gehe ich mal woanders lang. Warte nur, bis er die Stiefel anzieht und mein Geschenk entdeckt. Hat man hier rausgefunden, was da geschehen ist mit Hurton und Lieutenant Colbers? Sind wohl weggelaufen, glaube ich. Die hatten bestimmt was miteinander. Nein, sie verschwand einen Tag vor ihm. Und man hat eine Offizierspistole in der Gosse gefunden. Ich glaube, das war was anderes. Vielleicht sind sie ins Konservatorium gegangen. Also, Kanaka verliert Leute. Wir glauben, wir halten alles zusammen. Aber jeder hat Angst vor dem Moment, wenn alles auseinanderfällt. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehört, oder? Wow. Oh. Da hat er gerade den Fall runter. Hä? Oh, wir haben jetzt die Flasche gezogen. Schlimmster Posten überhaupt. Ja, es geht immer schlimmer. Wo sind wir jetzt? Aha. Rune, sehr schön. Das gefällt mir. Entschärfen. So, da müssen wir. Ah, dadurch können wir nicht, wir sind zu fett. Das ist ja noch einer. Ach, da was ist denn hier los? Da sind ja lauter. Solche Stolperdrähte. Ha. Können wir jetzt da hoch? Ne, das ist eine Alpha-Wand. Alpha, da 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 da. Alpha, da 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 da. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Falle entschärfen und plündern. Holzbolzen. Au, okay. Müsste ja quasi weniger Damage machen, sondern eher Alarmanlage. Das ist ein Stein. Yum. Ah, da ist noch einer. Alter, was ist denn heute los? Es klingelt das Telefon oder was? Oh Gott. Da hat man endlich wieder mal Zeit. Beziehungsweise man nimmt sich mal die Zeit zum Let's Play aufnehmen. Und dann ist man plötzlich wichtig, ne? Ich bin ein Meisterdieb. Meisterspion. Sieht eigentlich echt schön aus. Was? Ja, watching. Ah, das ist ein Stein. Na dann.
dich an. Du gehst in dieser erzitternden Stadt deinen Weg. Brianna Ashworth wäre als Mitglied der High Society unglücklich gewesen. Gezwungen, einen Banker zu heiraten. Nur dann wirklich frei, wenn sie sich auf Bällen betrank und heimlich mit Fremden traf. Geendet hätte es mit einer Scheinehe und einem Sprung ins eiskalte Wasser. Doch, kurz bevor ihre Eltern sie verheiraten konnten, vor all den Jahren, fand sie stattdessen Delilah. Danach wurde es ziemlich turbulent und sie schaute nie zurück. Vizeaufseher Byrne ist ein ehrgeiziger Mann, aber glaubt an die Mission des Ordens. Gute Bürger des Reichs vor Leuten wie uns zu beschützen. Tief im Innern wäre er froh, wenn Brianna Ashworths Kopf am Ende auf einem Speer stecken würde. Vielleicht auch deiner. Vielleicht auch unser. Der König im Monat des Eises. Nee, oder? Wenn der Spatz dreimal ruft, wenn das Pferd scharrt mit den Hufen. Ja. Schwul. Ah, oh Mann. So. Leere Flasche, alles gut. Wo ist jetzt mein Hut? Sieht aber echt schön aus. Warte, wie heißen die Blumen nochmal? Ich habe so eine im Garten, warte. Come on, ich will da durch. Okay, dann nicht. Wie heißt diese blaue Blume? Na, ich komme nicht drauf. Naja, auf jeden Fall duften sie herrlich. Und sind ein bisschen, also bei mir sind sie ein bisschen kleiner. Ich bin hier auf einen Schrank. Und das bringt gar nichts. Da unten ist noch eine Rune. Es regnet. Oh, wie schön. Ich glaube, die Rune ist das im Schwarzmarkt-Ding. Habe ich die nicht K.O. gemacht? Ich dachte eigentlich schon, aber naja, vielleicht gibt es die wieder. Vielleicht ist sie aufgewacht und dachte sich, ja, oh, alles gut, ich lebe noch. Geh ich mal zurück auf den Posten. Ich verdiene keine Beförderung. Würde keine Beförderung erkennen, wenn sie am Kopf träfe. Tät ihr wahrscheinlich gut. Naja. Riecht nach Pisse. Drecksloch. Boah, die alten Städte müssen so gestunken haben. Boah. Ich meine, es stinkt ja schon heftig, wenn man irgendwie so durch so ein Obdachlosen, ja, nee, ein blödes Beispiel, sondern, ja, geh hoch, wenn man durch so ein, ja, durch einfach so eine Gasse geht und dann stinkt er auch schon voll nach Pisse und so weiter, aber wenn man sich vorstellt, dass das früher halt eigentlich überall so gestunken hat, weil alle haben, er fragt mich nicht, was ich gerade tue, alle haben einfach überall was hingemacht. Naja. Möchte man sich nicht vorstellen. Andererseits würde es mich echt interessieren, in so damalige Zeiten zu leben. Also so keine Ahnung, Mittelalter oder Antike oder so. Aber andererseits bin ich echt froh, dass... ich jetzt da lebe, also in unserer Zeit lebe. Tja. Wo bin ich jetzt hier? Hallo? So, öde.
Ist dahinter hier? Hallo. Verfaulte. Wieso sollte man verfaulte Dinger essen und dann bekommt man noch Leben zurück? Das ist so komisch. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn man die vergammelten Sachen isst, dass man Mana zurückbekommt, weil, naja, die fangen an zu gären und Alkohol und so, aber nee, egal. Alkohol und Magie. Ich sag nichts mehr. Oh. Irgendwie, also die ganzen Zeichnungen und so sind schon richtig cool. Also ich feiere das immer. Feier, yeah. Aber jetzt muss ich... Ne. Diese unfreundliche. So. Jetzt muss ich irgendwie... versuchen, da hinten hinzukommen. Vielleicht, wenn ich da... Warte mal. Ich jump einfach jetzt mal. Das ist keine gute Idee. Warte, da unten ist... quasi von der Plattform. Nee, dann ballert er ja alle tot. Das wollen wir auch nicht. Vielleicht gehen wir jetzt da runter. Ah, da ist der Walöl-Tank. Von der Tür, ne? Aber... wir wollten ja woanders. Da sind zwei. Warte mal, kann man da rein? Ach, komm mal. Hä? Wieso bin ich jetzt wieder? Oh Gott. Hab echt Panik bekommen. Okay. Geht's denn hier? Da ist ein Toter. Kupfer. Geht. Ich glaube, das sind die draußen. Zum Glück bin ich jetzt hier rein. Das war knapp. Aber ich will da noch nicht rein. Ich will da noch nicht rein, weil wir müssen ja noch den Partner des Ladenbesitzers. Jetzt geh mal wieder. Nein. Ah, Mann. Ich glaube, da war was Verdächtiges. Nein, war es da? Mensch. Na gut, dann. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Okay. Dann, ja. Da ist schon wieder einer, oder was? Ja, hier sind überall welche.
ich nicht rein, oder? Hm. Ich muss mal mir merken, mehr Feuerbolzen zu holen. Ah, okay. Da geht's raus. Wo bin ich jetzt denn? Ah, so. Ich bin unten drunter. Ah. So, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Knochenartefakt. Na gut, dann holen wir halt das Knochenartefakt. Observatorium. Diesen Ort wollte ich mit Wyman besuchen. Was bist du denn für einer? Ach du Scheiße! Was ist das denn für ein Viech? Der hat Läuse, der kratzt sich die ganze Zeit. Du hast heftige Läuse. Boah. Ah, okay. Dann, also da drin gibt es dann das knochige Artefakt. Ah, komme ich da durch? Ich will nicht zu dem Hund rein. Nee. Hm. Alter. Wie der sein fettes, hässliches Gesicht oder Kopf durch die Tür gesteckt hat. Lustig! So. Ich frag mich, was die blauen Pfützen sind. Ah, jetzt ist er weg. Ist zu. Da geht's hoch. Irgendwo hin. Ah, da geht's. Nein. Mädel, du bist viel zu laut. Oh Gott, ich dachte, das wäre eine Falle. Uiuiui. Oh, das sieht mich. Entschuldigung, ich habe gerade voll gespotzt. Gesabbert. Ach was, der ist... Ach so. Das hätte ich echt lustig gefunden. Wenn der jetzt die ganze Zeit, also wenn das wirklich ein One-Shot gewesen wäre. Geht. Klippe außerhalb des Bürosfenster benutzen, um über Zaun zu kommen. Herunterfallen lassen und Keller durch Lieferanlage zu kommen. Leicht verdientes Geld. Ah, das war ein Räuber. Tja, hat wohl nicht so geklappt, ne? Wer sind die Typen hier? Pff, Fliege. Alter, muss das hier schenken. Was hat denn das? Warum? Vielleicht sind die Fische ja auch
ausgestopft, wie sonst. Ich bin so ein Idiot. Ach, das sind die Frauen. Schaut nicht nach oben, sonst seid ihr tot. Es kam von hier. Mal sehen. Nee. Ich bin sicher, das stimmt, was ich verstehe. Das überhaupt nicht. Ja, hallo. Was ist das denn? Ja, ganz genau, was ist das? Alter. Ein stummer Mund fängt keine Fliegen. Er soll er ja auch nicht. Hä? Wer will denn fliegen? Wieso gehe ich? Wieso? Was macht er? Ha. Ja, war wohl doch nichts. Ganz genau. Das Orakulum. Jetzt seid mal leise hier. Ihr verratet mich noch. Wobei, die schauen ja anscheinend nicht drauf. Schönes Nest, meine Süßen. Was ist nur falsch mit denen? Das ist doch voll widerlich. Nichts passiert. Nichts hier. Sehen wir uns doch mal um. Die sind echt zu dämlich, oder was? Ich habe gerade ein Fett. Na komm, was gefunden? Wo ist die hin? Wo war gerade der Blitz? Wer hat mich gerade fast gesehen? Ah, warte mal. Heubalzen, ne? Schleichender Balzen. Krass. Lässt einen Gegner fliehen und nimmt ihnen die Erinnerung. Was ist das denn für ein krasser Bolzen? Wow. Blended Gegner? Grüner Haftgranate. Kreuzsichern, Pistole, Heubolzen. Vielleicht funktioniert das auch gegen die Fliegen. Oh, das ist doch widerlich. Hör auf damit. Naja, egal. Ah, jetzt ist hier eine. Die müssen doch checken, dass der Hund da weg ist, oder nicht? Und jetzt? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, gibt es neuen Ärger. Dann drehe ich nicht um. Alter, die Schildkröte ist halt so fett. Ich rutsche. Oh Gott. Was passiert hier? Da drin ist eine Mechanik. Alter. Was passiert hier gerade? Wo bin ich hier gerade? Ich will hier gar nicht sein.